Hallo zusammen, Aizoke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare. Da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Kuppler anzunehmen bei Ferres der Gewiefte in der Weißkrone an dieser Position. Vorquest war die unheilvolle Festung. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Das Video sollte euch auch helfen in Violetta Classic. Nach der Questannahme müssen wir hier dieses Auge der Herrschaft benutzen. Sprechblase anklicken und jetzt steuern wir geschmeidiger Pierschop. Mit der Fähigkeit auf der 1 können wir uns ziemlich schnell fortbewegen. Kann man sogar wie im Fall benutzen. Bei dieser Quest müssen wir jetzt Kampf unter den Arbeitern anstacheln. Okay. Nun geht's hier entlang. Hier hoch. Und hier oben sind ganz viele Arbeiter und wir können viele Kämpfe anstacheln. Wir klicken diese Umwahlschläger an und dann die Fähigkeit auf der 4. Am besten, wenn diese Mobs in der Nähe von den Skeletten sind. Wenn ihr was auf den macht, passiert nichts. Aber wir sind hier in einem Lager. Und die 4. Auf diesen Mob können wir es auch benutzen. Sollte... Ah, ich glaube, jetzt ist er zu weit weg. Aber auf diesen, schnell. Jetzt sollten wir gleich bei 3 sein. Ja, jetzt geht's auch auf den. Habe ich 4. Und jetzt müsste hier noch irgendein Schläger sein. Da hinten. Der läuft in die Nähe von diesen Skelettwohnenschmiede. Und sobald er in der Nähe ist, werfe ich den Stein drauf. Nun habe ich 5 von 5. Jetzt kann man zumindest in VOTLK Vitel diesen Knopf hier drücken, vermutlich auch in Classic dann, verlassen. Und schon sind wir beim Abgabe-NPC. Quest ist abzugeben bei Ferres der Gewiefte in der Weißkrone an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!